Und weiter geht's mit Infamous Second Son. Ich bin blind, da hinten geht's weiter. Hier geht's nämlich hin. Ich war blind. So, blind. So, wo geht's jetzt hin? Der war weg. Der wäre weg. Dank Fetch ist das alles ein bisschen einfacher hier. Was tust du danach? Fetch, du bist unbezahlbar. Und dann hopp. Schön. Hey Fetch, jetzt wäre es Zeit für ein bisschen Hilfe. Bitte, bitte, und so wird euch gegeben. Ah. Eugene, Mann, du weißt echt, wie man für Fair Play sorgt. Ist nie verkehrt, mächtige Freunde zu haben. Oh nein. Wo ist der Helikopter, bitte? Ach, da oben. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, mich zu orientieren, wo Gegner sind. Wiedersehen. Wo sind die Helikopter? Kann ich hier noch irgendwo Rauch ziehen? Ja, da. Wo sind die Helikopter? Ach, da kommen sie gerade. Alter. Geht doch. Sehr schön. Ich habe keinen Rauch mehr. Ich habe keinen Rauch mehr, Freunde. Ich kann nichts gegen die Helis unternehmen. Okay, das ist richtig hier. Ja, schieße ich halt einfach so drauf. Blöd, wenn es hier keinen Rauch mehr gibt. Vielleicht gibt es hier Rauch und ich bin einfach... Komm. Fällt doch einfach vom Himmel, bitte. Ah, Rauch ist wieder da. Toll. Ja, einer ist noch da. Einer lebt noch, einer lebt noch ein. Ah. Sehr schön. Was macht sie da? Ach, ich sehe schon. Oh, Delson. Was machst du denn da zur Hölle? Warum klettert er nicht hoch? Nein, er springt runter. Mann, du weißt echt, wie man für Fair Play sorgt. Ach Mann, toll. Darf ich die Helikopter wieder ausschalten? Mann, 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 Mann. Ganz toll. Er liegt der Vergeltung meiner Engel. Schalt mal einen Gang runter, Eugene.
Magie, komm her, das musst du dir ansehen. Oh. Da war mein Gegner. Hier hast du noch eine Startrampe. Und Rauch. Das reicht mir nämlich. Wow, cleverste Entscheidung des Tages. Habe die Juppie, Leute. Was habe ich Zeit für die neuen Tricks? Das sind die andere Hubschrauber. Mist. Komm schon, Dee! Lass dich nicht abhängen! Sieht aus, als wäre das ganze Dach gepanzert. Ich probier's mal mit dem Fernlicht. Bist du sicher, dass du da durchkommst? Benutzen Sie Fetch, während Sie das atmen. Ach, beschützen Sie. Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen! Wie geht's voran, Fetch? Hetz mich nicht, Dee! So kann ich nicht arbeiten! Ja. Ich versuche mein Bestes. Fast geschafft. Scheiße. Das ist ja hier Konzentrationssache pur. Die Bahn ist frei, Dee. Sprinten Sie dann in die hinten Höhe zu gewinnen, um das Atrium durchzubrechen. Diese Kerle vom Leib. Geh hier voran, voran. Schön, wenn er. Augustins Reich ein. Die Lady und ich geben dir wegkommen. Alter, ich bin da schön vorbeigelaufen. Sehr schön. Oh gut, du bist hier. Ich hab dich beobachtet, Delsim Rowe. Dich getestet, während du deine Tricks gesammelt hast. Wirklich beeindruckend. Ja? Und ich weiß auch, was du alles getan hast. Du hast Hank für den Unfall benutzt. Und Eugene und Fetch wie Monster aussehen lassen, um selbst wie eine Heldin dazustehen. Jemand muss die Conduits beschützen. Beschützen? In den 7 Jahren, seit mein DUP die Conduit-Überwachung übernommen hat, wurde nicht ein einziger unserer Art mehr umgebracht. Nein, natürlich nicht. Weil du sie gejagt und eingesperrt hast. Ja, in Curden Cay. Beschützt vor der Meute, die Conduits lynchen will. Es ist das Beste für sie, ob sie es wissen oder nicht. Und das entscheidest du einfach für sie, hm? Manche Entscheidungen sind zu wichtig. Ich habe gesehen, wie die Leute dich anschauen. Weißt du, wie ungewöhnlich das ist? Dass die Kräftelosen einen Conduit annehmen? Du musst das einsetzen. Diese Beliebtheit und das Vertrauen. Um sie davon zu überzeugen, dass die Lösung für die Bioterroristenbedrohung mein DUP ist. Niemals. Hast du gewusst, dass über die Hälfte der Conduits, die damals im Blutbad vor 7 Jahren starben, Opfer des Militärs waren? Wenn sie uns wieder kontrollieren, was hält sie davon ab, es alles so zu machen wie in der guten alten Zeit? Nein. Nein, ich werde dich bloßstellen. Dich und deine Täuschung. Dann werden wir sehen, wer der wahre Beschützer ist. Das wäre ein Todesurteil für alle Conduits. Ich kann das nicht zulassen. Und ich lasse mich von dir nicht stoppen. Attacke. Oh Gott. Das wird ein netter Fight. Oh, da ist Video. Ganz, ganz viel Video. Wo ist sie? Ach, sie lag am Boden, ich Idiot. Ich hab's nicht mitbekommen. Und tot. Scheiße. Okay, das wird nochmal einiges härter, wie es bisher jetzt war. Alter, wenn sie diese Wellen macht, habe ich überhaupt keine Chance auszuweichen. Alter, die Frau nervt.
Schön. Und auf Wiedersehen. Alter, ich habe überhaupt keine Chance. Dann kann ich so ausweichen. Gott. Oh, sie hat den Punkt. Und fällt runter. Nee, sie fällt noch nicht runter, aber jetzt fällt sie runter. Wo liegt sie denn? Ach, da. Also Videos in dem Kampf am besten gegen sie. Wo ist sie denn? WTF? Da ist sie. Jetzt hat sie ein Problem. So, jetzt kriegt sie auf die Schnauze. Und... auf geht's. Okay. Willst du meine Kraft? In Ordnung. Wird das jetzt ein Kampf in ihr? Vor 7 Jahren rückte meine Einheit aus, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Conduits. Menschen mit Kräften, die niemand verstand. Sie hatten die Macht zu töten. Und die Macht, auch einige von uns in Conduits zu verwandeln. Ich traf eine Überlebende. Sie folgte mir, als ich mich wieder zu meinem Bataillon durchschlagen wollte. Gemeinsam liefen wir durch eine gesetzlose Stadt, die unseren Tod wollte. Weil wir jetzt nicht mehr wie sie waren. Jeden Tag schlossen sich Leute dem Lynchmob an, aus Angst, dass sich Conduits unter ihnen verstecken könnten. Wir hatten niemandem etwas getan, aber sie sahen uns trotzdem als Monster. Als die militärische Ordnung wiederhergestellt war, sahen sie in uns die Bedrohung. Ich war ein Conduit und eine Soldatin, aber konnte nicht beides sein. Also entschied ich mich anders. Es war der einzige Ausweg. Indem ich einen Conduit lebend gefangen nahm, gewann ich das Vertrauen der Regierung. Und das war nur der Anfang. Sie finanzierten die Gründung des DUP und dachten, wir wären nur Freaks, die andere Freaks jagen. Aber so war es nicht. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. Aber nicht in Gefangenschaft, damit sie nichts tun können. 7 Jahre habe ich sie beschützt. Ich. Das wird mir niemand wegnehmen. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Nicht du. In den 7 Jahren hast du sie alle nur weggesperrt. Du hast ihnen ihre Freiheit genommen. Dann sag mir, was würdest du tun? Einfach die Tore öffnen? In Curden Cay Station? Sie alle freilassen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Die Welt hat sich nicht verändert in den letzten 7 Jahren. Drinnen sind die Conduits sicher. Sie sind am Leben. Wenn du sie befreist, sind sie innerhalb einer Woche tot. Also sag mir, wer ist hier der Retter und wer das Monster? Das hast du doch gewollt. Du gewinnst. Wir beide haben dieselbe Kraft. Mit einem kleinen Unterschied. Ich konnte 7 Jahre damit üben. Bitte was? Bitte was? Hilfe! Eugene! Ich brauche Hilfe! Ich kann nichts machen! Ich brauche einen Explosionskern! Okay, mal sehen, was ich aufreißen kann! Scheiße, scheiße.
Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ohne Energie-Relais werde ich nicht überleben. Okay, einfach an vorbeihüpfen funktioniert nicht. Oh. Danke. Such noch mehr davon. So. Happa, happa für Onkel Nappa. Der Spruch war geklaut. Ich weiß. Aber es hieß eigentlich Happa, happa für Onkel Nappa. Drücken Sie Kreis für einen Feldsprint. Und tot. Ich sollte mich vielleicht nicht unter ihr bewegen. Also kann ich zumindest noch ein paar Attacken ausweichen. Ausweichen. Soll ich konkret krass, Alter. Ich hoffe, sie ist da drinne. Ich bräuchte weitere. Hilfe. Eugene. Nette keine Relays werden. Schön. Ich kann das nicht fahren. Und der nächste Kernrelais ist unser. Was können wir jetzt? Oh. Ja, ich kann endlich Schaden machen. Wie kann ich hier Steine aufsammeln? Das würde mich gerade noch interessieren, wie ich mich wieder auffüllen könnte. Oh, das war gut. Aua, das war weniger gut. Fuck. Oh fuck. Ich möchte nicht sterben. Oh fuck. Wie oft habe ich jetzt schon den Bosskampf das Wort fuck verwendet? Ich wollte schon was sagen. Bossfuck. Oh, oh. Und neue Betonkraft. Ich habe keine Steinenergie mehr. Ich hoffe, die ist jetzt wieder voll. Ich kann jetzt fliegen. Oh, cool. Sehr schön. Mist, ich kam nicht mehr rechtzeitig rüber. Okay, sie geht in die Richtung wieder. Oh Gott. Gott, leck mich doch am Arsch. Ich auch gar nicht. Oh. Und. Ja, jetzt geht's ab. Bestimmt können wir jetzt uns irgendeine Superkraft oder irgendwelche Schüsse. Jetzt gibt's Haue. Oh, oh fuck. Alter, die spinnt! Hilfe! Oh Mist. Alter, Frau, ist gut.
Ah, deswegen muss ich hüpfen können. Oh fuck. Mist. Interessant ist, dass sich von alleine nach einer gewissen Zeit wieder auffühlt. Toll, und jetzt genau reingelaufen. Und ich bin besiegt. Mann! Verdammt! Aber wir sind zum Glück. Ich glaube, das hat gerade überhaupt nichts gebracht, die drei Dinger, die ich draufgeknallt habe. Hat sich gerade auf uns gesetzt. Und Bisa besiegt. Mist. Oder mache ich jetzt gemeinerweise einen Cut? Nein, wir ziehen das durch, aber wenn die Folge jetzt eine Stunde dauern würde. Alter, ich komme ja nicht mal weg von ihr mehr. Das sieht aus wie ein riesiger Käfer. Oh, und dann stand da der blöde Wagen. Alter. Ich wette, ein Kernrelais wird es noch für uns geben. Ich denke mal, eins wird es noch geben für uns. Nehmen wir mal die Umgebung bei dieser Attacke für uns. Oh. Sie ist noch nicht fertig damit. Es ist immer noch nicht fertig damit. Schön. So, jetzt ist sie wieder. Alter, was macht sie denn da? Alter, was war das denn? Alter. Verarschen. Wie soll man denn gegen die gewinnen? Kommt sie endlich auch hier hinten hin, in die Ecke? Oh, hier hinten ist mal sicher cool. Ein Bug gefunden. Ja, ob das beabsichtigt ist, dass man hier hinten drin sicher ist. Alter, ich freue mich, wie lange die Folge wird. Oh, ist ja immer noch am Schießen. Oh fuck. Weg hier. Weg hier. Oh Gott. Oh Gott, jetzt wird's wieder böse. Jetzt wird's wieder böse. Kann ich mich hier auch verstecken? Ich hoffe es. Die andere Ecke ist viel schöner. Viel, viel schöner. Und ging hier rüber. Jetzt langsam habe ich ihn verstanden. Alter, ich muss erstmal kapieren, wie die funktioniert. Okay, und jetzt gehe ich wieder in meine Ecke. Ich gehe wieder in meine Ecke. Lalalala. Ich gehe in meine Ecke. Fialalala. Fertig. Oh, wo ist sie denn? Ein Energierelais. Sie setzt sich nämlich wieder neu zusammen. Das bedeutet Energierelais für mich. Normalerweise. Oh, 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 oh. Ecke, 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 Ecke. Ich benutze einfach nur die Map. Mehr tue ich nicht. Fuck. Und da war wieder das Fuck.
Die verfolgt mich ja. Kann die mich mal in Ruhe lassen? Das wäre außerordentlich freundlich. Oh fuck. Es tut mir leid. Das ist so eine Angewohnheit von mir, die sich irgendwann eingebürgert. Angewohnt habe, immer oh fuck zu sagen, wenn ich bekämpft werde. Jetzt bin ich tot! Verdammt! Och nö. Ganz ehrlich, das finde ich unfair. Wie soll man denn da gescheit kämpfen, bitte? Vor allem, wie soll ich denn da bitte entkommen? Och, jetzt kommt die Attacke wieder und ich bin wieder hin. Gehen wir erstmal wieder in die Ecke. Okay. Das hat sie aber gar nicht mehr gemacht eben. Gott. Sie ist ja genau neben uns. Und tot. Oh. Ich mache jetzt ein Folgenpäuschen. Tut mir leid. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, die auf jeden Fall auch heute kommen wird. Keine Sorge, ich mache nur einen Cut wegen Hochladen und Rendern. Damit ich das getrennt voneinander machen kann. Es geht schneller, wenn ich zwei Folgen hochlade, als eine einzige riesige. Nee. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und es ist eine harte Nuss, Augustin. Das nächste Folge wird auf jeden Fall zu Ende gezogen. Das verspreche ich. Wenn sie nicht über 30 Minuten wird, bevor die Credits kommen. Dann hören wir uns im späteren Verlauf des Tages noch. Tschüssi!